Willkommen zurück. Eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic. Druide leveln. Wir befinden uns im Steinkrallengebirge. Ich bin schon mal rübergeflogen zum Gipfel und werden uns heute das verbrannte Tal und die Rückeroberung dieses Tals als Quest ansehen. Damit ihr jetzt nicht hier mir eine Viertelstunde beim Laufen zuschauen müsst, werde ich mal wieder Speedrun machen. Und wir laufen schön den ganzen Weg entlang, wie wir es schon kennen. Hab hier noch ein bisschen mitgekräutert und ein, zwei Erze, wenn welche aufgetaucht werden, mir abgeholt. Und ihr seht jetzt hier, anstatt gerade runter zu laufen, bin ich jetzt in Richtung Westen aufgebrochen. Das ist übrigens hier das Randgebiet des Steinkrallengebirges. Danach geht es hier schon nach Desolas. Das ist eines der nächsthöheren Gebiete. Lass mal den Fluch entfernen. Und hier unten seht ihr schon die ersten Mobs. Die sind Level 23. Wieso ist die Quest dann Level 27? Naja, sei es drum. Wir können hier einfach die ersten Gegner umhauen. Wenn sie nicht ganz so hoch sind, ist es für uns einfacher. Passt das auch. Ja, Desolas wird dann wahrscheinlich eines der nächsten Gebiete werden, die wir dann irgendwann besuchen können. Mal sehen, wo uns die Questgeber hinschicken. So, hier fangen die Harpien so ein bisschen an. Da unten ist auch ein Feuerelementar, alles klar. Hauen wir das noch mit um. Wir werden jetzt definitiv gleich Level 27 werden. Ich habe nicht genug Energie. Haut mal wieder so einen blöden Fluch drauf. Die ganzen Basilisken brauchen wir nicht. Wir halten Ausschau nach den Harpien. Den Flammengeist nehmen wir mal noch mit, dass der uns jetzt nicht zufällig irgendwie in den Rücken fällt beim Vorbeilaufen. Und durchs Erkunden des verbrannten Tals haben wir das nächste Level erreicht. Urvorrohr haben wir fertig. Raubtierschläge, das ist auch gut. Wird unsere Nahkampfangriffskraft mit unserem Level erhöht. Also 50% des Levels. Das sind immerhin 13 Punkte. Jetzt am Anfang sind 13 Punkte halt noch ganz schön viel. Später ist es dann nicht mehr ganz so viel, also auf Level 70, wenn man das hier voll skillt, kriegt man glaube ich 105 oder so. Mal gucken, wie viel Skillpunkte wir einsetzen können und wie viel Angriffskraft man dann am Ende von bekommt. Sind die ganzen Harpien aufgereiht. Jetzt müssen wir mal intelligent uns die Gegner rauspullen, wenn die hier immer so patrouillieren. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit.
Und wie auch schon in der letzten Folge, irgendwie kriege ich immer nur die anderen Gegner vor die Flinte und nicht die, die ich brauche. Na toll, der erneuert immer das Ganze. 50% mehr Zeit zwischen den Angriffen, das ist natürlich jetzt auch nicht so das Tolle für mich als... Ja, macht den meisten Schaden mit meinen Auto-Attacks. Ich bin außer Reichweite. Bin ich noch nicht. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, was haben wir denn hier alles noch? Ich sehe hier allerdings auch nur Wegelagerin und Harpien. Diese Töterin und Wildfedern kommen wir irgendwie nicht so richtig vor die Flinte. Mal sehen, wann wir auf die mal treffen. Hier kommt jetzt eine rumgerannt. Da werden wir die uns gleich mal schnappen. Nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Windhoferinnen sind das hier auf der rechten Seite. Die brauchen wir jetzt gerade gar nicht für die Quest. Aber werde ich trotzdem mal mit besiegen, um hier weiter voranzukommen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Ja, dieses Patrouillieren ist kritisch, ne? Da kommt dann ganz gut passieren, dass immer mal welche hinzukommen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Die hier. Ah, die kamen jetzt nacheinander. Das sollte eigentlich noch funktionieren. Die Wegelagerinnen haben zum Glück jetzt nicht so viel Leben. Da haben wir hier Intelligenz, Willenskraft wieder. Ich bräuchte mal Zeugs mit Beweglichkeit. Ich habe noch keinen Helm, noch keine Schultern. Hier ist ein Beulengras. Da werden wir mal diese Windrufe hier besiegen. Jetzt das Beulengras holen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ah, jetzt kommt der Tauchendroide wieder. Er weiß, welches Level der hat. So, als Totenkopf ist er mindestens 10 Level, ich glaube 11 Level höher, ne 10 Level müsste sein, mindestens höher als ich. Nicht genug Energie. Also der ist nur hier da, um Kräuter zu farmen und Skill hochzubringen.
so schnell wie der den gewonshottet hat, wird er wahrscheinlich mindestens Level 40, wenn nicht gar noch höher sein. Level, vielleicht ist er sogar schon Max-Level und will halt einfach nur das Kräutern hochbringen. Ich habe nicht genug Energie. Ah, noch ein grünes Item. Streitkolben kann ich wieder nicht tragen. Drop doch mal Items, die mich auch verbessern oder die ich überhaupt tragen kann. Dann nicht normal. Nicht genug Energie. Nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. So, Wegelagerin haben wir schon fertig. Hier unten ist noch eine Harpie. All die ersten beiden Harpien-Wegelagerinnen haben wir schon fast fertig. Also mal gucken, wo wir die anderen dann finden. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Das eine blaue Zerfetzerin. Nee, ist auch nicht das, was wir brauchen. Wieder Wegelagerin. Die. Warte, jetzt läuft die auch noch weg. Komm her. Jetzt hatte ich schon Bange, dass die zur Fetzerin mitkommt, ne? So schnell wie die hergeflogen ist. Ich muss näher. Kann ich noch nicht tun. Ein 100er Crit. Das kann sich doch sehen lassen. Machen wir jetzt schon richtig Damage. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir übrigens 286.148 Schaden gemacht. Ich habe nicht genug Energie. Entspricht ungefähr dem Lebenspool, den ein HC-Boss einer 5er HC-Instanz in The Burning Crusade dann aufweist. Mithril-Ablagerung. Wie viel brauchen wir denn da, um das abzubauen? 175, Gottes Willen. Jetzt kommt hier schon Mithril. Ich kann noch nicht mal Eisen abbauen. Oh. Windruferin. Ich glaube, ich muss weitergehen Süden. Sturmhexe. Level 27. Jetzt kommen wir langsam in die Region, warum die Quest für Level 27 gedacht ist. Ah ja, Töterin, Level 26. Wildfeder, Level 26. Deswegen ist die Quest für Level 27 gedacht, weil jetzt kommen die großen Mobs. Also Töterin und Wildfeder sind so um Level 26 bis 28, schätze ich mal. Ups, das war die falsche Taste, aber die stirbt noch an den Dot. Diese Wildfeder hier unten, die läuft, glaube ich, hier die ganze Zeit im Kreis. Okay. Was haben wir hier oben noch? Wir warten mal, bis die wiederkommt. Nicht, dass die uns aus Versehen in den Rücken fällt. Da, wo bleibt die? Hier oben ist noch ein Kraut. Das wollen wir uns auch gleich nochmal. Das war ja klar. Ja, und die unterbricht uns auch noch vorher. Haushaltung. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Nicht genug Energie. Ich noch nicht drin. So, hol ich mal das Kraut eben jetzt.
dass irgendwie unsere Kräuterkunde nach oben schießt. Mir würde der Bergbau lieber gefallen, dass wir da ein paar Erze finden, die wir auch abbauen können. So, holen wir uns den nächsten Mob. Auf geht's. Ich habe nicht genug Energie. Oh nee, jetzt macht die nur Chaos, so ein Käse. Ja, und die andere kommt auch noch jetzt erstmal weg. Sport an, dafür ist er schließlich gut. Erstmal resetten lassen. Die brauche ich überhaupt gar nicht, ne? Sturmhexe. Okay. Aber werden wir wahrscheinlich trotzdem machen müssen, weil die anderen da mit drin rumfliegen. Na gut. Holen wir uns erstmal die hier unten. Also diese Sturmhexen sind quasi die Casterin. Die hauen ja die ganze Zeit mit Blitzschlag um sich. Ich dachte, ich hätte die geaddet, aber scheint wohl nicht der Fall. Jetzt kommt sie, okay. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ich bin in Reichweite. Ich habe nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Wird schon teilweise ganz schön knapp hier. Die sieht gut aus, dann holen wir uns die mal ab. Was ist das jetzt wieder für ein Flug? Nahkampfangriffskraft um 45 erhöht. Okay. Und dafür kriegen wir auch mehr Damage, weil wir Rüstung verlieren. Ich nehme mir erstmal runter. Die Töterin machen den, okay. Also die Weißen können wir hier ignorieren. Wir konzentrieren uns auf die mit roten Flügeln. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Lassen mal den Fluch drauf, wenn ich mehr Schaden mache, fallen die schneller um. So, hier drüben sind dann die nächsten. Das ist das Wilddornrose. Die werden wir uns auch gleich noch holen. So. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Wieder Intelligenz und Willenskraft. Das ist unglaublich. Die wollen wahrscheinlich, dass ich doch Eule spiele. Aber kann man jetzt schon... Ne, Eulenform kann ich... Weiß ich gar nicht. Müsste man mal in den Gleichgewichtsalettbaum reingucken, ob man Eule jetzt schon haben könnte als Form. Muss man, glaube ich, skillen, ne? Da kann ja nicht jeder. Bis
Düse weg hier, dass nicht die zweite noch mit hinzu. Die fliegt natürlich auch wieder exakt auf uns zu, ne? Das ist unglaublich. Ich bin außer Reichweite. Ich habe nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Okay, zwei Töterin, zwei Wildfedern und eine Harpier fehlen noch. Jetzt mache ich erstmal die Sturmhexe hier. Ah, ist wieder typisch, dieser dämliche Steingeist läuft natürlich genau in meine Range. Gut ist zumindest, dass ich die Wolke jetzt nicht mit abkriege, die ist nämlich neben uns. So, schnell die Sturmhexe umhauen, jetzt geht's auf diesen Steingeist. Oh, also das ist, ja, von drei Seiten kommen die jetzt. Ist das euer Ernst? Nicht normal. Wie viele Mobs sollen denn hier noch kommen? Hey, die ganze Zeit war kein einziger Mob in der Nähe und mit einem Schlag kommen hier von drei unterschiedlichen Seiten die ganzen Mobs an. Unglaublich. So, lass mal kurz nachbauen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir unser Mana dann wieder hochkriegen mit der Zeit. Wo haben wir denn die nächsten Mobs noch? Hier ist noch eine Harpie, die brauchen wir ja auch noch. So, wie machen wir das hier am sinnvollsten? Ich bin außer Reichweite. Ich bin nicht bereit. So, mal sehen, wo wir jetzt hier noch die restlichen zwei Töterinnen und Wildfedern finden. Nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch so brennende Zerstörer. Ich suche aber eher noch eine Wildfeder und eine Töterin. Drüben sind Sturmhexen. Gar nicht so einfach, die zu finden. Jetzt tauchen natürlich erstmal nur noch Sturmhexen auf, war ja klar. Nichts Rotes mehr. Wer hätte es gedacht? Da oben. Das sind Harpien, da sind wir schon wieder im niedrigeren
Levelbereich. So, hier. Das verstehe ich nicht, ne? Warum taucht hier jetzt ein Kupfervorkommen auf? Das ist doch unglaublich. Hier haben wir noch eine Wildfeder. Ne? Hier ist wieder eine Methylablagerung. Warum ist denn hier noch Kupfer? Ich brauche was zum Skillen. Ich brauche Zinn oder Silber. Könnt ihr jetzt nicht hier Kupfer neben Methyl parken? Unglaublich. Ich klicke trotzdem mal drauf, dass wir es schon mal auf der Minimap verzeichnet haben. Aber es ist ja wirklich nicht normal, ne? Einfach findest einfach kein Erz, mit dem ich skillen kann. So, hier laufen zwei Patrouille, die sich jetzt hier irgendwie splitten. Die laufen alle. Ja, jetzt am besten rein, oder alle vier auf dem Haufen hast. Wir haben ja auf jeden Fall unsere Mobs, die wir brauchen. Die Frage ist, wie wir es intelligent pullen, dass wir hier einzeln die Gegner besiegen. Wir holen uns erstmal diese Sturmhexe. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug. So. Dann sehen, was jetzt als nächstes kommt. Ja, der Vorteil ist auch, wenn man immer ein bisschen abwartet, dass man, dass wir vom Leben wieder hochkommen. Ja toll, da unten ist wieder ein Eisenvorkommen. Oh. Also es gibt quasi nur Kupfer, Eisen und Methyl. Aber nichts zum Leveln dazwischen. Furchtbar. Also, irgendwo muss ich mal wieder was suchen, dass ich hier zumindest die 10 Punkte noch kriege, die ich fürs Eisen noch brauche. Kann nicht wahr sein. So, zum Skillen möglich sein. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Na ja, komm, stirb. Genau. Jetzt nicht in die Sturmhexe reinrennen, wenn ich noch nicht volles Leben habe. So, Dornen auch nochmal nachbuffen. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Ich denke, ich kann jetzt mir die Wildfeder hier noch schnappen. Ich muss näher bisschen zurückziehen am besten, genau. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Okay, jetzt kommt hier wieder das Sturmhexenpaar. Ah, ich will hier hinten die Töterin haben. Die jetzt schnell umhauen, dass hier nicht die Sturmhexen irgendwie von hinten noch ankommen. Sehr schön. Wollen wir uns auf der Minimap noch dieses Eisen vorkommen? Oh, das tut so weh, dass man das alles stehen lassen muss. Ja, irgendwann später werden wir drüber lachen, wenn wir in der Scherbenwelt dann fliegen können und uns die ganzen Erze holen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Nicht genug Energie. Brauchen wir erstmal noch 43 Level. Ich habe nicht genug Energie. Und dann noch die Fluggestalten. So, hier hinten kämen wir raus, wenn wir sterben würden. Bin ich noch nicht. Nicht genug Energie. Es ist immer am schmerzvollsten, wenn dein Finisher daneben geht und du dann hier. Stehen wir in der Suppe drin. Und du dann die ganze Energie verlierst. Dann macht er ja keinen Schaden, ne? Zum Glück sind die Kombo-Punkte da noch drauf. Stellt euch mal vor, man baut dann irgendwie 5 Kombo-Punkte auf. Ah, da drüben müssen wir rüber. 5 Kombo-Punkte. Und dann geht der Finisher daneben und dann werden die Kombo-Punkte weg und man hat gar keinen Schaden gemacht. Also das wäre schon übel.
so schon schlimm. Ich meine, bei den normalen Fähigkeiten, die Kombo-Punkte aufbauen, wenn man da misst oder pariert wird, dann bekommt man zumindest ein bisschen der Kombo-Punkte wieder zurück, der Energie zurückerstattet. Aber beim Finisher-Move ist halt alles weg. Diese Feuer-Eles hauen ganz schön rein. So, wo finden wir denn nun diese letzte Harpie? Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Da ist wieder, also sieht doch schon wieder nach Mithril aus, genau. Eieiei, das ganze schöne Erz. Aber ich weiß auf jeden Fall, wo ich hingehe, wenn ich dann endlich Eisen oder später mal ein bisschen Mithril oder so abbauen kann. Okay, ich glaube, bis ich bei Mithril angekommen bin, sind wir vom Level schon so hoch, dass wir hier gar nicht mehr hingehen. Aber Eisen kann ich hier auf jeden Fall nochmal sammeln, sobald ich irgendwann den Skill habe. Ich habe nicht genug Energie. Vielleicht mache ich auch einfach mal eine Folge, wo wir einfach nur auf Erzjagd gehen. Aber die Frage ist natürlich, wie interessant ist so eine Folge für euch, wenn ich hier einfach nur Erze farme. Aber umständlich Erze farme, ne? Also nicht hier wie in der Scherbenwelt rumfliegen, abmauten, Erz einsammeln, aufmauten, weiterfliegen, sondern hier schön rumlaufen, Gegner klopfen und dann noch Erze mit nebenbei mit einsammeln. Also langsames, ineffizientes Erze sammeln, aber eben notwendig zum Skill. Die ist jetzt schön weit weggeflogen. Hoffen wir mal, dass jetzt keine anderen Mobs hier in der Nähe. Dieser Basilisk kommt schon wieder nah ran. Obwohl, das geht. So, ein bisschen weg, können wir uns hochheilen. Das passt. So, dann werden wir jetzt mal uns die letzte Töterin hier holen. Ja, da kommt sie auch schon, hat uns gleich den Debuff draufgehauen. Kann ich noch nicht tun. Sehr schön, dann haben wir alles für die Quest. Wollen wir uns das Königsblut noch? Passt. Und dann würde ich sagen, wir porten uns hier weg und sehen uns gleich beim Questgeber wieder. Bis gleich. So, ich musste noch schnell rüberfliegen, weil Ruhestein war noch ein Astronaut. Gehen wir die Quest doch mal ab. Und wir sollen jetzt an die Grenze zwischen 1000 Nadeln und Ferallas. Das ist ja ganz weit weg. Okay. Gut, mal sehen, was wir nächste Folge so machen. Entweder wir machen mal eine Farm-Session, um Erze einzusammeln. Oder wir werden ins Brachland gehen. Und dort die nächsten Quests mal in Angriff nehmen, bevor wir dann im Eschental weiter uns bewegen werden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir unser Druiden-Leveln weiter fortsetzen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!